Erstelle Server. Medien 0%. Ratter, ratter, ratter. So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung. Und wie ihr seht, bin ich in einer anderen Welt. Oder in einer anderen Umgebung. Da hinten gibt es auf einmal Schnee. Und es gibt Pferde. Und, ja. Und wer in meinem Inventar nachsieht, sieht auf einmal, hey, Gammelfleisch. Und zwar spiele ich, ich drücke mal hier F5, ich spiele Mindtest, und zwar die Mineclone Mod. Und ja, warte mal, sieht man das vielleicht hier? Wir sind gerade bei, ach, das sieht man hier gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wir sind nämlich irgendwie bei Tag 9 oder sowas. Ich habe einfach eine neue Welt angefangen. Das muss ich euch jetzt mal zeigen. Warte mal, bin ich eigentlich gerade friedlich oder nicht? So, ich habe einfach mal eine neue Welt angefangen, weil ich meinen Clone gesehen habe und dann dachte ich, ach komm, probier's mal aus. Und irgendwo bin ich dann da hinten, ihr seht da hinten schon einen Enderman, der tut mir jetzt hoffentlich nichts. Und wir sehen, hier ist auch schon wieder gleich eine Höhle. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwo da hinten gespawnt und zwar mitten auf dem Eis. Nein, da war es nicht. Es war wahrscheinlich wirklich da drüben. So, da sind Eisbären, da sind Wölfe. Die sind aber alle ganz lieb und freundlich und tun mir alle nichts. Und ich fürchte, es wird schon wieder Nacht. Und ich bin, ja genau, irgendwo da unten bin ich mitten auf dem Eis gespawnt. Und da gibt es einen Eisbär unter Wasser. Sehe ich das richtig? Ach, komm mal her. Dass das nicht wegreitet. Und dass der unter Wasser nicht stirbt, ist auch noch so eine Frage. So, und ich bin irgendwo hier gespawnt. Oder sogar noch da hinten. Ach, wahrscheinlich sogar hinter dem Hügel, genau. Und ich wollte den Spaß einfach nur ausprobieren und ich hatte zum... ja, ich glaube, hier irgendwo bin ich gespawnt. Ach so, jetzt macht es Sinn, warum da der Eisbär ist. Naja, auf jeden Fall. Es kann auch sein, dass ich hier hinten gespawnt bin. Hier. Ja. Ja, ja, ja. Das sieht mehr danach aus. Weil es war wirklich so komplett ab vom Schuss. Und das Loch da kommt mir bekannt vor. Genau. Irgendwo hier bin ich gespawnt. Und dann dachte ich mir, oh, WTF zum Geier und überhaupt. Was soll das eigentlich? Und bin dann hier gelandet. Und habe mir dann auch mal eben angeguckt, was es hier so gibt. Und dann habe ich gedacht, Panik. Und, oh, da unten ist ja schon gleich eine Spinne. Jetzt sehen wir mal, ist die bösartig? Gerade nicht, weil es ist ja Tag eigentlich. Cool, was habe ich denn da gefunden? So, und auf jeden Fall sind wir dann halt da irgendwie gespawnt und dann dachte ich mir, scheiße, ich finde hier keine Bäume, ich brauche Holz. Und dann bin ich halt einfach weitergelaufen und dann habe ich die Fernsicht angeschaltet und habe da Bäume festgestellt oder gesehen. Oder bin ich da hinten irgendwo gespawnt? Naja, auf jeden Fall irgendwo mitten im Eisbiom bin ich dann gespawnt. Und dann bin ich hier halt lang gelaufen und hier hingekommen und hab gedacht, hey, cool, gehen wir mal hier rein. Dann habe ich mir da hinten den Wald ein bisschen abgeholzt. Also die Bäume, die standen wirklich bis kurz vor hier. Standen hier die Bäume. So. Die Bäume standen bis kurz vor hier und dann habe ich mir gedacht, hey, coole Sache. Da holzen wir mal ein bisschen. Und das ist der Enderman, oder? Der diesen ganzen Blödsinn macht. Ja, sieht fast so aus. Oh, habe mir gedacht, okay, coole Sache. Hier unten gibt es übrigens noch eine kleine Höhle. Da muss ich dann auch noch eine Kleinigkeit gleich zeigen. Da habe ich mir gedacht, okay, coole Sache. Dann habe ich hier diese Hütte gebaut und hier diverse Nächte verbracht. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, okay,
Weil dann Bogenschützen kamen und so. Also momentan müsste der Schaden aus sein, einfach zum Zeigen. Die Monster kann man interessanterweise nicht ausmachen, man kann aber den Schaden ausmachen, den sie erzeugen. Das heißt, die Monster müssten mir momentan keinen Schaden machen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, cool. Auf jeden Fall habe ich mir dann diese Hütte gebaut, diverse Nächte überlebt, mich auch mit einem Enderman rumgeprügelt, der mich fast gekillt hat. Der spätere hat mich dann gekillt. Dann habe ich mir irgendwann mal ein Bett gebaut und so weiter. Und dann habe ich diverse Sachen eingesammelt, wie man sieht zum Beispiel auch eine Enderperle. Also einen habe ich gekillt und einen Zombie-Kopf. So, und irgendwie habe ich mir dann hier einen Keller gegraben und dann habe ich hier plötzlich eine Höhle gefunden. Und das Coolste an dieser Geschichte mit der Höhle ist halt einfach die. Vielleicht gehen wir mal da lang. Dann habe ich hier diesen Weg gefunden und hier ging es da ab. Und dann gab es da unten plötzlich ganz viele Zombies. Und wie ihr seht, habe ich da schon ein bisschen ausgeleuchtet. Und diese Zombies, die kommen nicht von irgendwo. Die kommen hier aus dem Dungeon, einem Monster Spawner Dungeon. So, und wie ihr seht, wir haben gerade halt die nehme ich jetzt noch nicht mit, weil ich halt eben, wie gesagt, das ein bisschen cheaten finde, dass ich den Schaden ausgeschalten habe. Auf jeden Fall habe ich dann halt mir den Spaß gemacht, hier wirklich ein bisschen auszuleuchten. Das da unten, das habe ich ausgeleuchtet. Das war wirklich zappenduster da unten. Das habe ich erst dann ausgeleuchtet, als ich den Schaden anhatte. Das hier ist auch ein bisschen die Experiment 2-Welt, weil ich eigentlich erstmal nur was ausprobieren wollte. Und deswegen habe ich mich hier in den Fels gegraben. Und weil ich dann dachte, hey, cool, dann bekämpfe ich die Monster von hier aus, dann komme ich vielleicht in diesen Dungeon rein. Dadurch sind aber immer mehr da runtergefallen. Und die kommen da unten leider auch wieder raus. Und ich wollte eigentlich in diesen Dungeon rein, weil ich gucken wollte, was für geiles Zeug es da gibt. Aber das hat mich irgendwie nicht weitergebracht. Dann habe ich beschlossen, hey, komm, ich grab mich doch von oben an den Dungeon ran. Und da habe ich dann auch eine Kiste hingestellt. Und da habe ich mir dann quasi so eine kleine Arena gebaut. Also ich habe mich dann quasi hier rum nach oben weggearbeitet, sodass wir jetzt hier ganz in der Nähe von unserer Hütte einen kleinen sexy Spawnpunkt, nicht Spawnpunkt, einen kleinen sexy Arena-Ding haben. Das heißt, wir können da runter und können die Zombies von oben platt machen. Vor allem, wenn die uns ja böse gesonnen sind, dann kommen die uns ja auch immer näher. So. Wie auch immer. So, und ich habe jetzt hier auf jeden Fall so dieses Arena-Dings gemacht. Das fand ich dann auch ganz geckig, dass ich dann hier quasi einen freischwebenden Baum habe. Den wollte ich übrigens dann auch nicht killen. Sonst hätte ich mir überlegt, dass ich den dazu machen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist jetzt quasi so ein bisschen die Experimentier-Map. Momentan ist der Schaden aus. Ich hatte eigentlich schon vor, das mit Schaden anzuspielen. Ah, oh, da hinten ist auch ein Creeper. Ich hoffe ja nicht, dass der jetzt gleich in die Luft fliegt. So, wie auch immer. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt so ein bisschen so Ränge. Ich meine, hier könnte man vielleicht auch noch, also das habe ich jetzt nicht gemacht, aber hier könnten wir natürlich auch noch so einen Aufstieg haben. Das habe ich jetzt erst einmal gelassen. Boah, du Pferd, hey, erschreck mich nicht. So. Da haben wir hier auf jeden Fall den Aufstieg. Stirbt da jemand wieder an der Fackel oder wie? Das ist übrigens auch so interessant. Die Zombies scheinen Schaden von den Fackeln zu nehmen. Ich krieg keinen Schaden von den Fackeln. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich wollte mich da eigentlich reinkämpfen, aber da sind immer so viele Zombies gespawnt, dass ich da einfach keine Chance hatte. Und ich dachte mir, diesen Spawner könnte ich ja eigentlich nutzen, um vielleicht. So, hallo Wolf. Willst du Gammelfleisch? Nee. Willst du gebratenes Hammelfleisch? Hey Wolf.
Ja, wenn ich ihn jetzt das gebe, dann wird er wahrscheinlich aggro. So. Wie kommst denn du da hoch? Naja, okay, egal. Gut. Warum gibt es diese Welt überhaupt? Ich spiele doch normal meinen Test. So. Die gibt es deswegen, weil ich halt ein bisschen geguckt habe, was für Mods es so gibt für meinen Test. Und da bin ich halt über meinen Clone gestolpert. Mein Clone ist quasi so ein Mindtest, eine Mindtest-Mod, die so ein bisschen versucht, Minecraft nachzubilden. Und ich persönlich muss auch sagen, mir gefallen die Mobs in Minecraft ein bisschen besser als in Mindtest. Die finde ich da so ein bisschen affig in Mindtest, die Mobs. Zumindest die, die ich habe. Da muss ich eh mal ausprobieren, ob ich da vielleicht bessere Mobs finde, weil ich finde, ja, ich finde die Mobs nicht so dralle in mein Test. Muss ich jetzt einfach schlicht und ergreifend sagen. Aber apropos, wir könnten hier noch eine Fackel hinsetzen. Zack. Zack. Vielleicht machen wir da uns einfach noch ein paar. Wobei, warte mal, das müsste man ja eigentlich. Das ist Kohle. Stecken habe ich dabei. Ja, habe ich. Dann müssten wir uns da ja noch so ein paar machen können. So, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich nur mal ein bisschen ausprobieren. Also ich wollte da jetzt gar nicht groß irgendwie Aufnahmen von machen oder sowas, sondern ich wollte einfach mir das mal angucken und sagen, ach ja, ist ja ganz geckig. Den machen wir vielleicht da oben hin, aber dann müssen wir den da auch da oben hin machen, damit es symmetrisch bleibt. So, und dann würde ich den dahin. Genau. Oder wir könnten das vielleicht sogar sagen. Hier, hier und hier. So. Gut, also wie gesagt, hier war früher alles mit Bäumen voll. Und dann ist halt passiert, wie gesagt, ich wollte es einfach nur so ein bisschen für mich spielen, zum Antesten und zum Gucken und tralala. Und dann ist es halt so passiert, dass ich dann festgestellt habe, oh Scheiße, hier gibt es ja direkt eine Höhle. Oh Scheiße, da gibt es direkt einen Dungeon. Oh Scheiße, da gibt es direkt Zombie-Spawner. Und dann ist das alles so ein bisschen ausgeartet. Also ich wollte es eigentlich wirklich nur für mich kurz testen. Und dann ist halt passiert, was mir halt leider bei so Sachen gerne passiert. Aber wenn ich das da eigentlich da mache, dann mache ich das hier vielleicht eigentlich auch so. Also wenn, dann machen wir das ja schon einheitlich. Oder machen wir das so, ne? Komm, machen wir vielleicht echt so. Dann wäre das ja hier auch so. So, und auf der anderen Seite auch. Bam. Ja. Da wäre halt die Frage, hau ich da noch einen hin und da noch einen hin? Das könnte man machen. Dann wären das so quasi immer alle zwei. Zack. Ja, das wird ja passen. Genau. Auf der Stirnseite drei, da drei. Das passt eigentlich schon. So, ich verzettel mich schon wieder. Was ich halt quasi sagen wollte, ist, ich habe es halt ein bisschen gespielt und dann habe ich so coole Sachen rausgefunden und dann habe ich mich ein bisschen verzettelt. Und dann habe ich mich auch ein bisschen in diese Karte verliebt und es ist immer so ein bisschen so. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich kann ja jetzt nicht mittendrin in diesem, also vor allem, ich habe mich dann ein bisschen verliebt und dann habe ich gedacht, ach komm, das muss ich euch doch zeigen. Und dann habe ich mir gedacht, aber du kannst doch nicht einfach mittendrin neu anfangen. Also habe ich mir gedacht, ich schnapp mir den Seed von diesem Ding und erzeugt die Welt einfach nochmal. Dann müsste ja eigentlich, wenn ich die Sache mit dem Seed richtig verstanden habe, müsste ja genau das gleiche wieder rauskommen und ich genau am gleichen Spawnpunkt landen und vor allem müsste die Berechnung von allem, was so passiert, genau gleich passieren. Weil es ja ein Seed ist. Es ist ja nicht zufällig, es ist pseudozufällig. So. Also habe ich mir das gedacht. Gut.
Und dann habe ich quasi eine neue Karte erstellt. So, wir haben jetzt quasi Experimente 2 gespielt. Das ist das, bevor ich halt irgendwas mit diesem Dungeon gemacht hatte. Hier habe ich quasi schon den Gang zu diesem Dungeon gemacht, aber noch nicht. Und hier habe ich jetzt diese Arena gebaut gehabt. Das ist das, was ich euch gerade gezeigt habe. Und dann habe ich gedacht, hey, cool, mache ich eine Show. Die machen wir dann zusammen. Und dann habe ich da den Seed dafür erzeugt. Also ich habe die Karte neu erstellt mit dem gleichen Seed wie hier. Wobei das ja gelogen ist, weil ich habe quasi nur halt mein Kürzel da eingetipselt. Und dieses Kürzel bedeutet ja eigentlich, wahrscheinlich wird der Seed dann mit irgendwas aufgefüllt, mit Zufallszahlen oder irgendwie sowas. Systemzeit, was auch immer. So. Und dann habe ich diese Karte hier gestartet. Und dann bin ich erstmal in der Luft gestartet und in der Luft gestartet und dann erstmal runter aufs Eis gefallen. Also ich war dann auch in einem Eisbiom, also eine andere Welt. Dann bin ich da weggerannt und dann bin ich ein bisschen durch die Welt gerannt und bin erstmal zu grün gerannt und dann erstelle Server, Medien, 0%, bla bla bla, wie es immer ist. Und dann bin ich hier gelandet. Und dann habe ich dieses geile Ding da gesehen. Da habe ich mir gedacht, Halleluja, Jungs. Halleluja. Ihr könnt mich alle mal. Und zwar sowas von kreuzweise. Dass ich einfach hier bleibe. Und das ist jetzt quasi alles, was ich in dieser Karte hier gemacht habe. Und deswegen würde ich eigentlich fast sagen, hey Jungs, hier fangen wir jetzt mal zusammen an. So. Es wird jetzt ein bisschen anders sein. Ich werde meine Main-Test-Karte nicht aufgeben. Also mit der mache ich natürlich weiter, das ist klar. Und das hier würde ich mehr so als Lückenfüller fürs Wochenende sehen. Aber diese Karte ist quasi so eine Karte, da würde ich euch ganz gerne mitnehmen. Die andere Karte ist so eine Karte, da würde ich euch ganz gerne nicht mitnehmen, sondern da würde ich einfach selber ein bisschen rumspielen und halt Sachen machen. Und bei der Karte können wir ja mal gucken, was wir da so machen. So, was ich jetzt auf jeden Fall aber erstmal schon mal machen möchte ist, weil wir müssen ja ziemlich fix eine Hütte bauen. So. Das sollte mir reichen. Ach, apropos. So, den brauchen wir ja jetzt. Dann würde ich den da mal nehmen. Und dann würde ich... Ah, stimmt. Bei Minecraft ist es ja unten. Also bei Minecraft, mein Clone. Okay. Und die Frage ist, wo bauen wir unsere Hütte hin? Und eigentlich ist unsere Hütte prädestiniert dafür, hier zu landen. Vielleicht nicht unbedingt hier. Aber vielleicht doch. Wo ist denn die beste Aussicht? So, ich sollte aber auf jeden Fall nicht so lange warten, weil wir müssen hier eine Hütte bauen. So, also, wir bauen jetzt ja eh erstmal nur eine Grundhütte. Das heißt, ich hau dich hier hin. Es geht ja jetzt wirklich erstmal darum. Ah, ich sollte mir auch eine Axt machen. Vielleicht auch drei. Zack, zack. Eins, zwei, drei. Aha. Eins, zwei, drei. Zack, zack. Okay. Und dann würde ich mal so ein paar Bäume abholzen. Genau. Und damit müssen wir uns eine Hütte bauen und da müssen wir eigentlich auch mal Kohle verkoksen. Dafür brauchen wir aber auch ein bisschen Steine. Die müssen wir auch relativ fix machen. Weil wir ja Fackeln brauchen. Das heißt, wir brauchen eine Spitzhacke. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, also wie gesagt, das Schaden ist an. Monstren werden kommen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal wirklich für die erste Nacht gar nicht viel.
Vielleicht so ein Raum 3x3. So. Da geht es ja wirklich einfach nur darum zu überleben. Okay. Dann würde ich dich nochmal nehmen. Also, wir machen quasi als erstes einen Kubus. Okay. Da würde ich dich mal nehmen und dann dich hier hinhauen. Und dann sagen wir hier 2. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Warum 5? Ja, ganz einfach, weil wir halt... Ist es echt... Ich dachte schon, wir hätten jetzt überhaupt kein Holz mehr. Zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. 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 So, das würde uns schon reichen. Dann wären wir da drin fast sicher, wenn wir jetzt Kohle hätten. So, das heißt, wir müssten jetzt von hier darüber. Kommen wir dann wieder raus? Ja, tun wir. So, das heißt, wir bauen jetzt als nächstes eine Spitzhacke. Vielleicht sogar 2. 1, 2. Wunderbar. Und ein Schwert wäre auch nicht schlecht. Einfach damit wir eins haben. Zack, und Schwert ist ja immer hier. Das kann da sein, dann ist das von mir aus auf 5. Ich habe da ja so mein ganz eigenes System mit irgendwelchen lustigen Sachen. So, Schwert ist 1. Dann sind wir hier und dann hüpfen wir mal los. Und irgendwo hatte ich schon mal Kohle gesehen. Die Frage ist nur, wo? Wie gesagt, und es wird schon duster. Da war es nicht. Da ist schon wieder Eis. Was da? Au. Das kann jetzt ganz schön nach hinten losgehen. Wir haben keine Kohle. Okay, wir müssen die erste Nacht irgendwie überleben. Zur Not machen wir es anders. Zur Not befummeln wir... So, warte mal. 1, 2, 3. Zur Not finden wir einen Weg in die Höhen. Also das wird ja auch gehen. Dass wir halt quasi hier oben sind. Und die ganzen Monstren sonst wo sich rumtreiben können. Und wir halt einfach hier oben auf der sicheren Seite sind. So, das Ding will ich... erhöhen. So, ich will ja eh mindestens 3 Höhe haben. Wir bauen jetzt einfach mal weiter in der Nacht. So, da hinten würde ich halt noch ein bisschen offen lassen. So, und wenn Monstren kommen... dann würde ich halt wirklich sagen, okay... Ach ja, da wollte ich ja offen lassen. Das wäre aber der... Das wäre ja noch okay. Einer reicht ja, ne? Einer reicht ja. So, dann würden wir nämlich dahin gehen. Und dann könnten wir uns einfach hier oben hinstellen und dann würden wir das überleben. So, und da hinten ist halt so eine Insel, wo wir sagen können, hey, cool. Wir können uns dann aber auch eigentlich ein Ding bauen. So.
Was denn das? Ah, da ist schon mal ein Zombie. Blöd wird's halt, wenn mich irgendwelche Skelette sehen. Das wäre dann echt blöd. So, aber während wir hier die Nacht rumbringen, das ist jetzt ein bisschen ätzend mit dieser Nacht, aber während wir die Nacht rumbringen, kann ich euch noch ein bisschen was erzählen. Wahrscheinlich ist es euch schon aufgefallen, dass ja jetzt mein Ton ein bisschen besser ist. In der regulären Mindtest-Geschichte wird es bis, lass mich lügen, ich muss mal gucken, bis Ende April immer noch bei meinem klassischen Scheißton sein, aber ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen. Und zwar muss ich da hier erstmal Linux drück, Cheerio, Dankeschön sagen. Ich habe mich auf seinem Kanal ein bisschen rumgetrieben, der macht ja auch Mindtest-Let's Plays, und zwar gar nicht wenige. Und zwar habe ich da gefunden, dass er sich einfach irgendwie so einen recht günstigen USB, eine recht günstige USB-Soundkarte gekauft hat. Das habe ich jetzt auch getan. Und dadurch hat sich die Tonqualität, bei ihm weiß ich es nicht, aber bei mir auf jeden Fall definitiv massiv verbessert. Davor hatte ich ja quasi immer die Probleme mit Noise. Unter Windows, als ich damals noch Windows genutzt habe, hat der Realtek, also ich habe eine Onboard Realtek Soundkarte, mit der ich eigentlich sehr zufrieden war. Unter Windows hatte der Realtek Treiber halt schöne On-the-Fly Noise Cancellation dabei. Die hatte ich halt unter Linux nicht, und ich habe die auch unter Linux nicht ohne weiteres zum Laufen gekriegt. So. Ja, genau, komm, lass dich sterben, lass dich abmurksen. Die habe ich halt nicht zum Laufen gekriegt. Ich habe mich aber auch nicht exzessiv damit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir jetzt einfach diese USB-Soundkarte gekauft, im Wesentlichen für Aufnahme, was mir jetzt leider aufgefallen ist. Ich habe jetzt halt die richtig billige Variante mit Mono-Mikrofon besorgt. Naja. Aber das macht ja nichts, ich kann ja die Spur einfach verdoppeln, das ist ja halb so wild. Aber wenigstens, also kein Vergleich zu vorher, wie gesagt. Davor hatte ich halt immer das Problem mit Noise, also mit Rauschen. Und deswegen habe ich eigentlich meinen Ton immer runtergedreht. Wer ist denn das jetzt? Ach, das ist ein Schaf. Das ist ein schwarzes Schaf? Es sieht nach einem schwarzen Schaf aus. Das ist ja mal cool. Ja, nicht schlecht. Naja, gut. Also ich habe halt sonst immer dann... Achso, das war das Schaf. Ich dachte gerade, jetzt hatte ich hier wieder ein Skelett gehört oder sowas. Ich habe dann auf jeden Fall immer den Ton runtergedreht, deswegen war mein Ton auch immer so leise, und entsprechend habe ich den Spielesound auch runtergedreht und. Und das muss ich jetzt alles gar nicht mehr machen. Ist das nicht toll? Also ich finde es super, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es echt super. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen gehobenere Qualität, also für meine Verhältnisse, wenn ihr natürlich hier mit irgendwelchen Pro-Studios und so weiter das vergleiche, dann natürlich keine Chance, das ist mir auch klar, aber das ist ja auch nicht mein Anspruch. Also ich möchte halt schon euch ein bisschen eine Tonqualität bieten. Ich übersteuere gerade auch so ein bisschen, weil ich halt schon gleich in OBS meinen Ton ein bisschen pushe. Aber im Endeffekt, komm, hey, das können wir einsammeln. Dankeschön. Ich weiß zwar nicht, warum ich das haben möchte, aber Dankeschön. So, dann hüpfen wir mal da rein, dann hüpfen wir hier hoch. So, also gut, das ist also für die erste Nacht auch eine Möglichkeit, den Monstern zu entkommen. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wir können ja immer noch flüchten, wenn wir das wollen. Hi, du! Ja, ich würde dich jetzt eigentlich ungern da...
Er schuckt mich aber nicht runter. Sag mal, Jungs, sehe ich das da unten gerade richtig? Das ist da unter Wasser Höhlen mit Lavastrom gibt. Und da hinten genauso. Soll ich sagen oder soll ich sagen? Also wie geil ist das denn? Ja, wie gesagt, also ich bin da ein bisschen in dieser Karte rumgerannt und das ist so ein bisschen mein Manko. Ich verlieb mich schnell. Ich verlieb mich schnell in so Karten, weil ich finde einfach, das sieht cool aus. Und nachdem ich den Ausblick hier gesehen habe, habe ich gedacht, nein. Kann nicht sein. Ist nicht wahr. Oh. Hallo Zombie. Da drüben ist noch ein Zombie, aber der ist mir gerade egal. So. Jedenfalls, was soll ich sagen und nicht lügen? Ach komm, pfeif auf den. Wo ist das schwarze Schaf hin? Also ein schwarzes Schaf in Mainz habe ich jetzt. Da hinten ist schon wieder der Enderman. Gibt es das schwarze Schaf nur nachts oder was ist jetzt mit dem los? Und die Endermans, die verschwinden halt. Und die Creeper ja auch nicht. Weh, Schießpulver. Das habe ich bisher auch noch nie bekommen. Okay. Die Creeper verrecken ja nicht in der Sonne. Zumindest die hier nicht in meinem Test. Aber die Zombies verrecken. So, und dann würde ich doch hier mal gucken gehen, ob ich da jetzt endlich mal Kohle finde, weil ich würde schon gern mein Haus ein bisschen von innen beleuchten. So, aber hier ist keine Kohle. Ich meinte aber, ich hätte irgendwo Kohle gesehen gehabt. Aber hier war es nicht. So, da sollte ich vielleicht auch mal. Jetzt steht ihr mir im Weg, oder wie? Steht ihr mir um meinem Glück mit der Kohle im Weg? Ah, hier. Super. So, dann würde ich gerne aber hier auf die Spitzhacke wechseln. Und die Kohle einsacken. Einmal Kohle. Zweimal Kohle. Da unten gab es auch noch Kohle. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal drei Kohlen. Das heißt, wir haben drei Dinger für das Haus von innen, das wir beleuchten können. Und ich bin noch doof. Wo waren denn die? Ah, einmal. Gibt es jetzt Bacon? Dankeschön. Auch Dankeschön. Ich habe ja sogar Faden, das ist ja unglaublich. Wo kommt denn der auf einmal her? Da ist irgendjemand verreckt. So, und das ist zum anderen würde ich ganz gerne. Jetzt verlaufe ich mich schon wieder. So. Andy. Da hinten ein Creeper. Oh ja, da ist ein Creeper. Schon wieder. Oh Mann, die Endermans. Also, ich dachte beim Mine-Test, nicht beim. Hier war die Kohle. So, bin ich da irgendwie hingekommen eigentlich? Vielleicht sollte ich mal eine Schaufel bauen. So, dann würde ich da mal die Kohle einsacken. Und hier war Kohle. Und da war Kohle. Da war Kohle. So, dann graben wir uns noch einen runter. Genau, dann können wir nämlich viel besser an die Kohle ran. So, dann sind wir heute Nacht eigentlich sicher. Da brauche ich eigentlich bloß noch ein Schaf
für dreimal Wolle, also ich brauche drei Schafe, weil bei meinem Clone leider die Schafe nicht geschoren werden können. Dafür bräuchte ich, glaube ich, eine Schere oder sowas. Da kann ich leider die Schafe nicht scheren, sondern ich muss sie töten. Warum auch immer. So, das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Aber für den Anfang ist es mir gerade egal. War hier nicht auch noch Co... da drüben. Da schwimmen sogar Fische. So, und ich könnte mir jetzt ja theoretisch eine Leiter basteln. Eine Angel. So. Oh, und da hinten habe ich auch wieder so eine geile Höhle gesehen gehabt. Seht ihr die? Ja, natürlich seht ihr die. Das ist ein riesen Abschlund. Ein riesen Moloch. Deswegen... Wie gesagt, deswegen, also ich habe mich wieder und da unten auch und da ist Wasser und da ist einfach nur, und wie gesagt, da hinten war eine geile Insel und ich habe mich so einfach wieder ein bisschen in diese Karte verliebt und deswegen dachte ich mir, ich wollte eigentlich eine Karte wiederholen, die ich schon generiert hatte, weil ich mit euch von vorne anfangen wollte, wenn wir uns mein Clone schon angucken, aber dann dachte ich mir, na gut, dann halt nicht. So, da vorne ist der Andy. Vielleicht gehe ich mal wieder auf das Schwerti. Und da ist meine Hütte, genau. Da ist meine Hütte. Super, jetzt haben wir den Pilz schon wieder mitgenommen. So. Also, habe ich vorher den Namen richtig eigentlich gesagt von dem Menschen mit dem Mikro? Ich glaube, das war, also das war halt der Linux-Dirk. Und, danke fürs Zeigen. So, das hat er zwar nicht aktiv gemacht, sondern nur passiv, dadurch, dass er halt das Video dazu veröffentlicht hatte, aber immerhin. So, und ich mag ja ganz gerne, also erstmal, 1, 2, 3, 4, 4 haben wir da, okay. 4x4, das passt auch. Dann würde ich doch... Ach komm, machen wir hier die Tür rein. So, und dann würde ich da gerne die Tür machen. Zack, 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 zack. Dankeschön. Haben wir drei Türen. Zack. Kommt dahin und dann würde ich hier mal sagen, ach, von außen war's, ne? Bam. Und wieder schließen. Kiste. So. Zack. Und die Kiste, die hauen wir mal dahin, weil dann können wir zwei nebeneinander hauen. Können wir eigentlich gleich... Na gut, wir wollen nicht so verschwenderisch mit unserem Holz sein. Und dann würde ich nämlich alles da drüben schon gleich wieder abladen. Erde haben wir. Diorit haben wir. Zack, zack, zack. Du kommst weg, du kommst weg. Du kommst weg. Schießpulver. Wie viel? Drei, wow. Dich kann ich auch wegpacken. Dich würde ich gerne behalten jetzt erstmal. Und dann würde ich hier mal sagen, zack, zack, zack. Ah, okay, das ist ein Faden. Wahrscheinlich bräuchte ich zwei. Angel. Ah. Falsch rum. Okay, Angel brennt. Gut, es gibt hier also nach wie vor ein bisschen Rezepte. Und... Dich können wir wegmachen, dich können wir wegmachen. Für den Anfang wird das ja reichen, aber was ich jetzt für den Anfang auf jeden Fall machen muss, ist... Zack. Zack. Fackeln. Und vier reichen mir ja schon mal. So, meine Fackeln sind immer auf vier. Dann würde ich ganz gerne da eine hin... Da eine hin, da eine hin
da eine hin. Aber eigentlich würde ich die halt immer an die gleiche Stelle. So, damit die sich auch optimal ergänzen. So. Und dann müsste man ja hier sagen können. Na gut, hier können wir das Licht aufmachen. Das Licht auf, ja, ja, ihr wisst, was ich meine. So, und dann würde ich nämlich hier sagen. Ah. Ah, apropos. Kuhschubser, ja, war halt keine Kuh, war ein... was haben wir denn hier? Tschüss! Wah! So, da unten haben wir auch schon wieder Kohle. Und da hinten haben wir schon wieder einen Creeper. Ah, da ist ein Schaf! Ein Schaf, ein Schaf, ein Schaf. So, das kann man jetzt halt... Also, ich könnte mal auf 9 gehen. Oder? Habe ich jetzt dem Creeper die Erde weggenommen? Aua! Aua, aua, aua! Lass mich in Ruhe! So, wie gesagt, bei Schafen, die muss man halt in meinen Clone leider töten. Man kann sie nicht nur einfach schubseln. So, für den Anfang könnte ich jetzt natürlich die Decke schon, aber ich brauche mehr Holz. Ich brauche definitiv mehr Holz, das heißt, wir gehen wieder auf die Axt und wir fällen wieder ein paar Bäume. Und es wird schon wieder Nacht. Dich. Wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich wirklich eine Decke bauen. Mein Fenster müssen wir ja auch noch machen. Bei der Hütte, also das ist alles halb so dramatisch. So, Setzlinge sollten wir vielleicht auch noch einsammeln. Wenn sie schon so purzeln, dann würde ich eigentlich schon wieder in meine Hütte gehen. Und mich da verbarrikadieren. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich jetzt schon ein Bettchen hätte. Leider hat es nicht geklappt. Aber wir könnten jetzt eigentlich wirklich das Zeug mal nehmen. Da machen wir halt nochmal eine zweite Kiste. Jupp. Gehen wir auf 4. Zack, haben wir 2 Kisten. Ah, warte mal. Apfel. Weil... So. Weil wir halt Gesundheit uns ein bisschen verbessern wollen und sonst habe ich ja noch nichts. Was haben wir denn da? Das ist doch rohes Hühnchen. Ja, ja, genau. Aber den können wir noch nicht essen. Federn, die brauchen wir wahrscheinlich für Bögen. Also, ganz ehrlich, ich kenne mein... Craft eigentlich gar nicht so wirklich. Und ich kenne mich auch nicht hundertprozentig mit diesem ganzen Gedönse aus, das es in Minecraft so gibt. So. Das heißt, hier machen wir nochmal eine, dazu müsste ich den Spaß hier nehmen. Hier machen wir halt wieder, wie gesagt, wir machen jetzt wirklich so komplett rudimentäre Sachen. So, zack. Zack. Was mich halt ein bisschen wundert, ist hier, also ich denke, das ist halt einfach, wie gesagt, dem Ding geschuldet, dass es halt noch eine frühe Alpha-Version ist und dass es natürlich kein vollwertiger Minecraft-Ersatz ist. Das ist mein Clone, natürlich nicht. Aber das ist ja auch nicht der Plan eigentlich. Also zumindest meiner nicht. Ich meine, ganz ehrlich, also zur Not Minecraft
kauft man sich halt, wenn man es unbedingt haben möchte. Das ist ja jetzt nicht das Drama. So. Zack. Machen wir dich noch zu, dann schmeißen wir uns hier mal in die Hütte. So, und dann hätten wir bis auf Weiteres einen sicheren Zufluchtsort. So, und dann könnten wir völlig unabhängig davon, naja, wo würde ich denn ein Bettchen hinstellen? Ich glaube nicht hier. Ich glaube, ich würde mein Bett wirklich in den Keller tun wollen. So, und deswegen, ach komm, wir machen uns eine Schaufel. Oder zwei. Eins, zwei. So, du kannst dahin. Und dann würden wir auf zwei gehen und schaufeln. Es geht dann ja eh darum, dass wir uns vielleicht mal ein Fundament bauen. Das müsste dann ja jetzt erstmal auch aus Holz sein. Wobei mir das natürlich auch, also ich meine, eigentlich mag ich es auch nicht geschummelt haben. Das heißt, wir würden vier, zack. Ja, aber das wäre ja jetzt geschummelt. 16. Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Also wir überdauern halt die Nacht quasi jetzt erstmal mit dieser Baustelle. So. Bis halt wieder Tag ist und dann würden wir wieder rausgehen und ein bisschen Holz schlagen und so. Also, wie gesagt, es geht ja jetzt wirklich erstmal nur um die Anfänge. Bis wir halt quasi alles so haben, wie wir es haben wollen. So, dann würde ich die... Ach, ja, die habe ich ja schon auf einem Slot. So, und dann würden wir mal vielleicht hier sagen... Zack, 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 okay. Dann können wir die auch einsammeln. Zack, zack. Das war jetzt gelogen. Wunderbar. Ja, ja, das wird nicht mehr lange reichen. Okay, so. Wie schaut's denn da draußen aus? Hm, doof. Okay. Aber nichtsdestotrotz könnten wir quasi die Erde weiter ausheben. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir vielleicht wieder hoch müssten. Das heißt, vielleicht sollte ich hier jetzt erst einmal, bis auf Weiteres, mir ein paar Leitern bauen. Drei. Machen wir erstmal sechs, hm? So. Und dann würden wir uns nach unten brutscheln. So, die Frage war ja, wo wollte ich das Bett hinpacken? Dann könnte man ja quasi sagen, okay, hier kommt so das Bett hin. Obwohl, man könnte es eigentlich auch hier runter machen, weil, ich meine, was soll ich denn da sonst machen? Wunderbar. So, und wir hören schon, irgendwo ist ein Skelett. Weil wir hören den Bogen flitschen. So, da wäre dann wieder die 7. Da müsste es ja wieder zu sein. Und das war meine Schaufel. Habe ich nicht? Ja, doch, ich habe noch eine. Dann habe ich ja ein bisschen mitgedacht, aber ganz wenig. So, und jetzt haben wir quasi hier die Möglichkeit... Ist das überhaupt Stein oder ist es Diorit? Wahrscheinlich ist es Diorit. So, haben wir hier eigentlich... den wollte ich haben, ne? So wollte man das machen, genau. So. Ah, nein, es ist Stein. So, dann würde ich nämlich hier jetzt einen kleinen Keller ausheben. Und wie gesagt, also das ist ja jetzt erstmal das initiale Anwesen. Und wir machen das halt so, wie man es halt immer macht.
man hebt sich halt erstmal ein initiales Anwesen aus. Da würden wir dann auch schön den Boden reinziehen. Und ich meine, wie gesagt, das wäre ja jetzt eigentlich schon fast ein Keller. Dann müsste man halt hier eigentlich. Also, man kann ja das jetzt noch ein bisschen vertiefen. So, vielleicht sollten wir eigentlich auch. Uns da oben überlegen. Also sind das für ein Fels eigentlich? So einfach aus Neugier. Inventar. Granit. Kam denn da jetzt der Schaden her, bitte? Na gut, also, okay. Wir können ja jetzt die Leitern hochsetzen. Das heißt, es wäre ja da und da. Okay. Und die Endermänner finde ich echt total irritierend, aber das scheint mir noch ein Bug zu sein. Ich denke nicht, dass die da bleiben sollten. So, dich sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Dann verabschiedet sich vielleicht auch der Baum. Wir machen hier ein bisschen Rodung. Und wie gesagt, die eine Erdkante, die würde ich eigentlich auch gerne abtragen, da hinten, hinterm Haus. Bis auf Weiteres zumindest. Weil ich einfach ganz gerne ein Haus mit Aussicht haben wollen würde. Aber das machen wir halt später. Das machen wir nicht jetzt. Sondern wie gesagt, später. So, da gäbe es ja Endermänner. Endermänner. So. Oh, nee. Und der geht mir auch auf den Zeiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, auf jeden Fall. Haben wir jetzt hier schön Holz. Das heißt, wir können hier einen Boden verlegen. Wir können hier einen Boden verlegen. Ich würde hier mal runterspringen jetzt für den Anfang. Und da einen reinsetzen, da einen reinsetzen, da einen reinsetzen. Und dann würde ich hier mal. Na gut. Das klappt jetzt nicht ganz so gut. Nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wahrscheinlich müssen wir jetzt da halt wirklich wieder die Leiter hinsetzen, damit wir da überhaupt rauskommen. Zack, zack. Okay. Dann würde ich die vielleicht wieder mitnehmen. Und dann würde ich hier vielleicht sagen, wir wechseln jetzt wieder von dir auf dich. Und dann bauen wir da den Boden rein. So wollte ich das ja haben. Da wollte ich offen lassen, weil ich da quasi meinen Kellerabgang haben wollte. Zack, 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 zack. Wunderbar, dann können wir hier mal die Tür zumachen. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen traurig. Und ich würde ja eigentlich auch gerne hier nach oben.
So wie ich es beim anderen Ding gemacht habe. So, dann würden wir da nach unten gehen. Dazu brauche ich jetzt halt wieder die Leitern. Zack. Zack. So, gehen wir hier nach unten. Dann gehen wir hier wieder nicht auf die Leitern, sondern auf das Holz. Machen hier rein und dann können wir hier nach unten. Genau, so. Und da ist jetzt ja Granit. Den können wir eigentlich wieder reinsetzen. Wunderbar. Dann können wir dich wieder wegmachen und dich wieder wegmachen und dich wieder wegmachen. Und die Erde, da würde ich eigentlich auch gerne wegmachen. Aber wir machen jetzt hier erstmal die Leitern wieder rein. So, zack, zack. Und dann können wir nämlich hier so hoch. Und kommen hier weg. Und dann können wir hier und hier sagen. Können wir uns hier ein bisschen umgucken. Und die Insel da hinten, die würde ich dann auch noch gerne besiedeln. Und seht ihr das schon wieder, da die geile Höhle da drüben? Meine Fresse. So, wie auch immer. Wie auch immer. Wir haben hier die Kiste. Können wir hier die Erde noch voll machen. Und was ich ja jetzt haben wollen würde, wäre ja ein Ofen. Genau, ein Ofen. Habe ich jetzt Erde genommen? Das war jetzt ein bisschen doof. Ich wollte natürlich dich nehmen und uns einen Ofen basteln. So, und der Ofen, der käme dann vielleicht dahin. Na gut, da vielleicht nicht unbedingt. Boah, das dauert ja ewig. Muss ich vielleicht doch die Spitzhacke nehmen? Ofen, wo bist du? Boah, machst du den Ofen da kaputt? Okay, wir bauen einen Ofen. So, zack. Und hier haben wir einen Ofen. Wunderbar. Dann setzen wir da mal die Hälfte der Kohle rein, dann fangen wir dich an zu grillen. Und dann würde ich, wenn du fertig bist. Ey, ich brauche dringend Gesundheit, ganz ehrlich. So, dann würde ich dich ganz gerne grillen. Und dann würde ich mal gucken, was ich hier noch in der Truhe habe. Nämlich dich. Spinnenauge, Gammelfleisch. Ich weiß nicht, wofür ich das Spinnenauge bräuchte. Rechtsklick wäre ungeschickt. Genau. Ah. So, Rechtsklick wäre ungeschickt gewesen, weil das dann ja ja. Das wäre ja dann Essen gewesen. Ei! Da habt ihr das Pferd da draußen gesehen. Das hat gerade so geckig zum Fenster reingeguckt. So, du kommst da noch rüber. Dann kommst du wieder zurück. Und dich wollte ich eigentlich da haben. Weil dich würde ich jetzt ganz gerne essen wollen. So. Dann können wir nämlich unsere Gesundheit wieder aufpäpeln. Ah, okay, da gibt es ja wirklich einige. Das ist gut, dann kannst du da nämlich weitermachen und ich düse hier mal wieder runter. Und ich würde jetzt eigentlich eine Schaufel bemühen, weil ich jetzt ja die Erde wegmachen möchte. Da kommt für mich Stein rein. So, so. Ich finde es auch irgendwie geckig, wie quasi das Licht von oben, obwohl da Holz dazwischen ist, immer noch leuchtet. Aber ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht. So. Und dann können wir jetzt zu dir hier sagen, einmal du und du.
Genau, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Das ist in Ordnung. Den Rest kann ich ja von unten machen. Okay. Okay. Dann würde ich mal hier auf 4 gehen. Zack, zack. Haben wir das auch erledigt? Und, also, ich mag ja ungefähr so Dreier. Das heißt, hier wäre wieder ein Zwischenstock. Und dann können wir eigentlich noch einen machen. Aber dafür sollte ich mir vielleicht noch mal ein paar Leitern bauen. Und dafür muss ich halt wieder nach oben. So, aber die kann man ja hier zack, zack, zack. Und eigentlich, solange es jetzt hell ist, können wir ja schon wieder Bäume fällen. Ja. So, die Endermänner, die teleportieren sich leider nicht weg. Fand ich auch so ein bisschen schade, aber das ist halt leider noch nicht alles so 100%. Und es nervt mich, dass die ein bisschen die Landschaft verunstalten. Das Ding ist halt wirklich, ich muss sie halt einfach töten. Aber bevor ich mich jetzt hier groß auf Kriege einlasse, vielleicht sollte ich noch ein paar Kühe töten. Oh, und ein Schaf. Dankeschön. Ich brauche hier mindestens 3 Wolle. Ach, Pferde übrigens auch. Ach nee, Pferde waren es nicht, es waren Mulis. Genau. Oh, es schneit. Aber es wird wieder Nacht, das heißt, ich muss schon wieder runter. Ist doch zum Kotzen. Ich habe mir ja keine ruhige Minute. So, und mir fehlt immer noch ein Ding. So, aber. Habe ich jetzt Leitern? Nein, habe ich nicht. Weil ich wieder gepennt habe. Okay. Also, wir gehen dahin. Wir sagen hier. Hey. 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 3 Leitern. Zack, zack, zack. Nochmal 3 Leitern. Okay, dich könnte ich theoretisch schon wieder in den Ofen knallen. Muss aber eigentlich auch nicht sein. So, Essen. Also bei mir war ja früher Essen immer hier ganz oben. Allerdings bin ich mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, weil wir könnten ja auch einen Bogen nehmen. So, und dann wäre das hier. Habt ihr gesehen, wie es ins Haus geschneit hat? So, dann könnte ich euch nämlich da oben drauf knallen und dann könnte ich hier sagen und hier sagen. So, und dann können wir nämlich hier noch ein paar Leitern herstellen. Na, da kann man sogar wirklich gar nicht so wenig Leitern herstellen. Super. Und dann können wir hier sogar irgendein Werkzeug noch herstellen, aber das machen wir erst später wieder. So, dann geht es nämlich hier jetzt wieder runter. Und dann können wir uns noch ein Stück tiefer graben, aber dafür brauche ich eine Spitzhacke. Eine Spacke. So. Und da würde ich dann wieder so einen Zwischenstock machen. Und was wir ja auch machen könnten, wäre. Also wenn wir auf dem richtigen Niveau sind, das ist halt so ein bisschen die Frage, wo das richtige Niveau ist. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind eigentlich. So, 3, zack und zack. Das heißt, ich fange jetzt wirklich mal an mit dem Zwischenstock machen. Ach komm, pfeif doch drauf. Wo ist es? Da war es, genau. Da war es.
So, genau in diese Richtung. Vielleicht sogar mittig in diese Richtung. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach so, weil ich 6 gemacht habe statt 5. Ja, ich habe die Reihe zu weit reingezogen. Diese Endermänner gehen mir auf den Keks. So, weil ich bin am Überlegen. Ich weiß, das sollte ich bleiben lassen. 1, 2, 3. Das heißt, hier wäre ja der Zwischenstock. So, den kann man ja theoretisch schon mal reinziehen. Da würde ich ja mal Dielenboden reinsetzen. Wenn wir da gerade sind, machen wir das doch so. Zack, zack. So, das wird ja für den Anfang. Für den Anfang wird es ja sogar reichen. Und das wäre die Leiter. Und dann wären wir hier bei 3. Und dann können wir ja hier eigentlich so zwei Gänge, also Zweier vor allem. Du und du. Und du und du. Obwohl auf der anderen Seite könnte ich ja sogar einen nach oben gehen. Aber nee, komm, das muss ja schon richtig sein. Es muss ja auch schon Hand und Fuß haben. Okay, dann müsste ich ja jetzt momentan zwischen Schaufel und Nicht-Schaufel wechseln. Deswegen machen wir das gerade so. Ah, ist ja fast noch besser. So, und was macht der komische Typi jetzt hier wieder? Der komische Typi hier macht einfach Folgendes. Der sagt, ich schiebe mal auf die Uhr und guck mal, wie spät es ist. Der sagt, ich habe noch keine Fackel. Deswegen sagt er sich jetzt, ich bräuchte 8 Fackeln. Und dann sage ich hier mal 4, zack. Und zack. Und zack. Ich will nicht, dass mir hier spawnende Monster im Rücken fallen. So. Also, was macht der Typ hier? Der Typi macht eine coole Aktion gleich. Gleich werdet ihr verstehen, was der Typi hier vorhat. Das müsste auf jeden Fall klappen. Bäm. So. Der Typi öffnet den Keller. Mit einem Blick aufs Meer. So, und da müssten wir uns eigentlich überlegen, das könnten wir eigentlich noch tiefer machen. Also hier kann man sich ja jetzt so eine Front überlegen. Also ich zeige es mal spaßeshalber. Also. Also, da unten ist ein Creeper, das ist schon mal ganz gut. Genauso wollte ich das haben. So. Und dann kann man theoretisch hier halt ein Panoramafenster einbauen. Und dann hat man hier quasi so, oben hat man einen Mörderausblick, hier unten kann man noch den Mörderausblick genießen. Allerdings brauche ich dafür natürlich ein Fenster. So, und die Sache mit der Erde ist hier dann natürlich auch Grütze. Aber das kriegt man ja dann alles weg. Das ist ja nicht das Drama. So. Genau. Und das da würde ich ja auch noch wegmachen. Hier noch weg und da noch weg. Und da noch weg. So. Ist der Typ noch da? Ja.
Gut, also da hätten wir quasi auch eine Möglichkeit. Ich weiß, ich mag normalerweise die Dreiergänge, aber halt eher in Palästen, in Privatgemächern ist ja so ein Zweiergang auch nicht schlecht. Und da geht's einfach nur in den nächsten Raum, also das ist jetzt nichts Dramatisches. So. Und hier können wir noch unsere Räume verkleiden. Genau. Und das ist halt einfach regulär. Wie gesagt, da unten kommt ja eh ein Boden rein. Den können wir eigentlich schon gleich bauen. Und das sieht dann eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Mit diesem Holzgezuppel. Das hauen wir jetzt da vielleicht mal wirklich rein. Da gehen wir auf die 3. So, zack und zack. Und dann können wir hier wirklich sagen, zack, zack und zack. Und dann können wir hier sagen, da geht ja nicht, aber hier. So, zack, zack, zack und zack. Und hier wollten wir dann ja auch noch zumachen. Geht's wieder auf die 7, zack, zack, zack. Und zack, zack und zack. So. Und wie gesagt, also eigentlich sieht es gar nicht so scheiße aus. Mit diesem Sockelrand hier unten. Hier hinten müssen wir halt vielleicht noch ein bisschen uns überlegen, ob wir das so haben wollen. Und hier oben natürlich auch. Aber so im Grunde ist es gar nicht so schlecht. Ich denke, wir machen uns noch zwei Schaufeln. Aber diesmal halt aus Stein, wenn ich noch ein bisschen Holz habe. Wenn ich noch ein bisschen Holz habe. Dann machen wir uns halt noch zwei Steinschaufeln. Das Holz packen wir vielleicht mal dahin. Einmal, zweimal. So, und dann würde ich mal die Erde da abtragen. Ach, pfeif doch drauf. Ja, das Erdloch. Das kann von mir so bleiben, dann würden wir, sage mal, so, und irgendwelche lustigen Zombies sind gerade am Rumschlawenzeln. Das macht denen auf jeden Fall viel Freude, offenbar. Mach mal dich mal zu. Hau mal dich da weg und dich und dich. Und dich und dich und dich und dich und dich mach mal zu. Und dann sieht es ja auch gar nicht mal so scheiße aus. Insbesondere auch nicht, weil das da oben ja auch fast symmetrisch ist. So, und diese Kante hier, die ist schon cool, muss ich sagen. Ja, komm doch. Feigling. Okay. Geht schon wieder die Sonne unter, oder wie? Und die Tiere, die haben heute Badetag. Da ist einfach viel Spaß im Wasser. Um es mal so rum zu formulieren. Ich finde es immer noch geil, da unten mit diesen Lava-Spots im Wasser. Oder die durch das Wasser schimmern, weil im Wasser kann es ja nicht sein, weil sonst wird es ja Obsidian werden. Es kann natürlich auch sein, dass da Eis dazwischen ist. Also mich würde das einfach mal interessieren, wie es da weitergeht und wo es da hingeht, aber das machen wir heute nicht heute. Heute kümmern wir uns um unsere Butze. Und dann könnten wir da unten eigentlich auch noch einen Wasserzugang machen. Warum würden wir einen Wasserzugang haben wollen? Ja, ganz einfach der, weil wir dann einen Zugang zum Wasser hätten. Und mir ist klar, dass es hier ist ganz schön beschränkt hier unten. Also allein von der Ausdehnung. So. Spitzhacke ist weg. Das heißt, wir machen uns jetzt nochmal ein paar Stäbchen.
Okay, Stäbchen haben wir wieder genug. Zack, zack. Den wollen wir dahin. Also die Zombies, die sind manchmal echt so ein bisschen latent aggro. Aggronico. So, zack, zack. Ich bin mal am überlegen, wie viele Spitzhacken wir machen. Momentan zwei. Eine, zwei. Das Zombie-Genöle, das geht einem manchmal schon auf den Zeiger, muss ich sagen. So, das ist hier einer. Und dann geht's hier runter und dann sind wir hier bei zwei. Bam, bam, bam. Dam, dam, dam. Ram-a-lam, dang, dang. Ching-a-ling, king-king. Ching-ting. So. Okay. Habe ich noch Leitern? Ja, habe ich noch. Hauen wir dich mal dahin. Vielleicht will ich auch wieder eine Kleinigkeit essen. Das wäre ja 9. Okay, und dann gehen wir mal auf 5. Hauen wir hier noch eine Leiter hin. Und dann würde ich ja hier mich durchhauen wollen. So. Aber Licht will ich. Ich will nicht überrascht werden von irgendwelchen Zombies, die mir in den Rücken fangen. Zack, 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 zack. Und da ist die Frage... Ah. Ja, wunderbar. Das ist ja direkt auf Wasserniveau. Genauso wollte ich es haben. Weil dann kann man nämlich hier sagen, hey, hier gibt es einen Zugang. Also abgesehen davon, dass man hier das Panorama machen kann. Ich finde es geil, wie es hier immer noch reinschneit. Wobei ich weiß, dass das jetzt natürlich nicht der Schnee ist, aber vorher hat es noch so ein bisschen reingeschneit. So, was wir jetzt hier aber auf jeden Fall schon mal machen, ist zur Abgrenzung. Bam, bam. So. Und dann müsste ich den natürlich auch noch machen. Das wird halt mit dem Creepy ein bisschen spannender. So, auf jeden Fall können wir dann halt quasi hier unten auch einen geilen Panorama-View haben. A. Und B. Gleichzeitig aber auch. Jetzt hauen wir dich mal weg. Dann können wir nämlich darüber schwimmen und gucken. Okay, da ist ein Squid. Oh, und da sind... Da ist schon wieder eine geile Höhle, Alter. Wo geht's denn da schon wieder hin? Okay, also. Das geht nicht anders. Öder! Öder, ne, bitte, Herr. Sorry, aber, ist nicht. Ha! Komm doch rein, mein kleines Schaf. Schad. So, dich habe ich ja noch. Kleine Drecksau. So. Wunderbar, das heißt, wir können uns jetzt ein Bettchen machen. Und das Bettchen würden wir quasi hier auf den Zwischendeck machen. So, hier. Ah, das ist doch ein guter Platz für ein Bett. Da wacht man morgens auf und, also, wie gesagt, hauen wir uns da ein Bett hin,
Aber danach mache ich dann auch schon wieder eine kleine Aufnahmepause. Aber das Bettchen, das machen wir jetzt noch. So, da haben wir ein Bett und dann haben wir hier dreimal Wolle. So, da haben wir hier das Fleisch. Bäm. Und dann hauen wir doch hier schon mal... So, das Bett war ja irgendwie... So, genau, dann können wir daneben noch eine Kiste machen. Und dann haben wir da auf jeden Fall schon mal ein Bett. Sag mal, habe ich da nicht ein Ding reingemacht? Ich meinte ja. Na gut, wie auch immer. An der Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O, man sieht sich. Und ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Bis dahin, ciao.